Hallo liebe Leute, ich bin wieder da dieses Jahr und ich war Ende letztes Jahres in Leipzig auch und bei einem Freund die letzten Tage im Jahr und ja, der ist jetzt nur endlich ausgetreten bei den Zeugen Jehovas. Ich war dabei, ich habe das gefilmt in der Versammlung, er ist zur Versammlung gegangen, hat zur Versammlung gesprochen, war wahrscheinlich ein bisschen überrascht mit dem ganzen Thema. Dass sie denn doch auf einmal schnell auf der Bühne standen und hat sich da so ein bisschen abbringen lassen und ist nervös geworden, ist dann ziemlich früh von der Bühne runter, hätte er eigentlich gar nicht gebraucht. Deswegen ist es mal gut, wenn man sich da gut vorbereitet, ja, wenn ihr sowas vorhabt. Und ja, hat aber zwei wichtige Punkte gebracht. Das fand ich ganz gut und ich finde es überhaupt gut, dass er das gemacht hat, dass er sich getraut hat. Viele trauen sich das nicht. Die reden dann mit irgendwelchen Leuten oder schreiben dann nur Briefe und ja. Keiner kriegt was mit in der Versammlung. Da wird ja nur bekannt gegeben, dass er kein Zeuge Jehova mehr ist, aber sonst eigentlich nichts. Und da die meisten ja wegen Fehlverhalten ausgeschlossen werden, denkt jeder, die haben was ausgefressen. Das ist so die Geschichte dabei. Ja, vielen Dank an Bernd. Das ist echt vorbildlich, dass du dich da getraut hast, da hinzugehen nochmal und wichtige Punkte rübergebracht hast. Und die gucken wir uns dann auch gleich an. Er hat das auch in einem Gebet getan, dass auch andere erkennen können, also er hat seinen Glauben nicht verloren, wie das bei vielen Zeugen Jehovas ist. Die sterben da drin irgendwann ab. Und dann gehen sie raus und dann machen sie irgendeinen Krams oder jedenfalls ist der Glaube futsch. Und er hat ihnen gezeigt, dass er eben bei Gott ist, bei unserem himmlischen Vater und bei Jesus. Und das ist eine ganz gute Sache. Da hat er also gut Zeugnis geben können und die Menschen da drinnen, also diese Verkündiger, haben was zum Nachdenken. Also zumindest für die, die so ganz bisschen wach sind. Die anderen, die ja, da haben aber keine Chance, die zu wach zu rütteln. Und ist auch gar nicht unsere Aufgabe, weil das macht unser himmlischer Vater. Wir können nur einen kleinen Tick setzen und was die damit machen oder ob die denn mal wach werden und dann mal nachgucken oder ob die wirklich an der Wahrheit wirklich interessiert sind, das wird sich dann zeigen. Dann müssen sie schon ein bisschen sich bewegen und tätig werden. Ja, okay, dann zeige ich jetzt mal das Video und melde mich danach dann nochmal kurz zu Wort, wenn ihr das gesehen habt, weil er hat dann zu Hause nochmal ein bisschen was dazu gesagt, was er noch machen wollte, das Buch von Friends, da hat er dann gar nicht mehr dran gedacht, der Oma auf der Bühne. Aber dann bis später. Das Herz bewegt einen immer wieder. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass bei den Taufragen der Heilige Geist raus verschwunden ist. Ich bin nun über 40 Jahre hier, fast in der Wahrheit. Und das bewegt mich ganz gewaltig, dass diese Dinge so behandelt werden. Weiterhin ist es auch mit dem Kindermissbrauch ganz gewaltig, dass das auch in die falsche Richtung läuft. Wobei muss man wissen, dass 35 Millionen schon bezahlt worden sind wegen Kindesmissbrauch und die Gesellschaft auch gewaltig vertuscht hat, die ganze Sache. Ich erkläre hiermit, allmächtiger himmlischer Vater, ich hoffe, dass ihr das Gebet bitte akzeptiert, wenn ich das vor dem Chef verspreche. Bitte. Ich möchte bitte schön, dass ihr das akzeptiert, wenigstens das Gebet. Allmächtiger himmlischer Vater, ich erkläre hiermit öffentlich, dass ich dir den Austritt bei den Zeugen Jehovas hiermit öffentlich erkläre. Und dies bringe ich dir dar durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen. Wie ihr seht, bin ich jetzt wieder hier zu Hause und ich wollte bloß einfach noch sagen, dass ich weit vorbereitet war. Mir war klar, dass ich diese ganze Sache im Saal nicht darlegen konnte, aber es ist eine gute Vorbereitung, mehr Stoff zur Verfügung zu haben und dann zu sehen, wie weit kann ich die Dinge halt ausführen oder wie nicht. Ihr habt ja im Vorfeld gesehen, dass ich unterbrochen worden bin dann und das war auch zu erwarten. Und wenn man die Bücher von Bruder Franz liest, ich bezeichne ihn auf jeden Fall für mich als Bruder, weil er 9 Jahre als leitendes Mitglied dort dabei gewesen ist und wie es hier heißt, Gewissenskonflikte. Der hat viele Dinge miterlebt, wo sein Gewissen hochgeschlagen ist. Und er schreibt zum Beispiel über Mexiko, dass ja man zum Betrug angehalten wird, um einen Militärschein zu bekommen und dass das völlig in Ordnung ist. Und in Malawi Parteikarte nicht kaufen wollten
und sind dafür verfolgt worden und sogar Schwestern sind vergewaltigt worden. Und in Mexiko hat man da die Versammlung als Kulturverein eingetragen, um das Eigentum der Versammlung zu schützen. Und keine Bibel, keine Gebete, nichts. Und das ist schon sehr merkwürdig, wie man mit zweierlei Maß misst. Es sind viele Dinge, die hier drin stehen, wo ich selbst sehr erstaunt darüber bin, über den Schriftwechsel, der zwischen den Zweitbüros und der leitende Körperschaft gelaufen ist, wo jeder Interessierte eigentlich schon daran erkennen kann, das ist biblisch nicht gedeckt. Eine Sache, ja, die ich vorhin am Anfang schon mit erwähnt habe, dass man auf Kosten der Kinder und der Eltern sich selber schützt. Die Organisation ist mittlerweile, hat über 35 Millionen, ich habe auch schon gehört von 135 Millionen in Zahlung bezahlen müssen und sind verurteilt worden. Und das sind Bar, wohlgemerkt. Und hier in Europa, im Nachbarland, sind die Behörden in die Räume der Zeugen Jehovas eingedrungen, um Beweise zu sichern. Und das ist auch wieder ein Beweis dafür, dass hier vertuscht worden ist und dass die Anweisungen meines Erachtens nicht korrekt sind, wie die leitende Körperschaft dort aufgetreten ist, dass sie so toll sind und alles getan haben gegen den Kindesmissbrauch. Das haben sie nicht getan, denn sonst wären sie nicht verurteilt worden. Und die Zwei-Zeugen-Regelung ist ein Spott, muss ich ganz offen sagen. Was mich auch noch stört, ist die Kindertaufe. Ich war selber dabei, als ein 7-jähriges Kind getauft worden ist, wo ein Aufschrei zwischen den Zeugen Jehovas hochgegangen ist und eines Interessierte dann gesagt hat, das ist noch ein Kind, das vielleicht mal kurz nur als Randbemerkung. Und was habe ich noch? Ja, soweit zu dieser Angelegenheit als kleinen Nachtrag mal noch, was mich, wie gesagt, bewegt und mein Gewissen, und ich bin nicht der Organisation verpflichtet und der Kirche der Zeugen Jehovas, entscheidend ist der Schöpfer, was er in der Bibel festgelegt hat. Und diese Hausaufgaben muss jeder machen und die habe ich, denke ich, auch getan, wie gesagt, und deswegen mein Entschluss, aus dieser Gemeinschaft dort auszutreten, weil das oft biblisch nicht gedeckt ist. Ja, jetzt haben wir die Videos, oder habt ihr das Video gesehen, und ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr sowas auch vorhabt, dann also so auszutreten, wenn ihr das erkannt habt, wenn ihr aufgewacht seid, oder wenn ihr schon eine Weile schlummert und sagt, jetzt ist mal der Punkt, ich möchte da raus, das wäre doch so schön, wenn ihr den anderen einfach mal einen Hinweis geben könntet, sagt mal, Moment mal, hallo, da sind ein paar Sachen, die sind völlig unbiblisch, also mit Bibel und Kirche, das wissen ja die meisten Menschen, die haben miteinander nichts zu tun, aber Bibel und Zeugen Jehovas haben genauso wenig miteinander zu tun. Und deswegen, überlegt euch das, wenn ihr den Mut habt und die Möglichkeit habt, findet ihr vielleicht auch jemanden, der das filmt, das wäre natürlich auch super, dann kann man das vielleicht nochmal zeigen. Ja, wer jetzt zum ersten Mal hier bei mir auf dem Kanal ist und hier reinguckt, checkt ein paar Punkte ab, also zum Beispiel, wo steht in der Bibel drin, dass Christen auf der Erde leben später nachher, ja, also in einem Paradies, weil das war die Hoffnung der Juden, aber nicht der Christen. Und wenn, ja, die meisten Zeugen Jehovas, die denken ja, dass sie Christen sind, naja, dann habt ihr also eigentlich eine andere Hoffnung, ja, da müsst ihr das mal abchecken. Und als Christen nimmt man ja von den Symbolen dann beim Abendmahl. Und guckt euch das mal an, auch mit der Taufe nochmal. Also die Taufe, die ist schon lange, stimmt die nicht richtig, aber jetzt haben sie die richtig verwurstelt. Also da ist nichts mehr über von dem, was die Bibel eigentlich sagt. Das haben sie ja 1985 verändert. In der DDR war das 1986, da kam es ein bisschen später. Also müssen die meisten sich auch nochmal taufen lassen. Aber wie gesagt, checkt das selber für euch ab. Auch Zeugen Jehovas und die UNO gibt es im Internet auch ganz viel. Guckt euch das nochmal an. Von Raymond Friend sowieso, aber das hat Bernd sowieso vorgestellt, das Buch habt ihr ja gesehen. Also es ist eigentlich alles falsch. Also 1914, 1925, 1975, alles falsch, 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 alles. Und da guckt euch einfach dazu an, 5. Mose 18, 22. Dann seht ihr ja, also das kann niemals die wahre Religion sein, die andauernd daneben haut und viele Falschlehren hat und einfach das vertauscht. Dann nimmt Gottes Gebote raus und setzt menschliche Gebote ein. Ja? Also geht gar nicht.
Also wenn ihr sowas erzählt, erzählt das den Kündigern, Verkündigern in der Versammlung, den Ältesten, der braucht ja nichts zu erzählen, die schweigen darüber, die behalten alles für sich, dann verpufft das. Also das ist dann gut. Ich habe das damals auch erst ein bisschen spät erkannt. Ich habe versucht, auch mit einigen Ältesten zu sprechen, habe auch die Möglichkeit gehabt, konnte mit denen sehr gut reden. Und die wussten das alles noch nicht. Und ja, ich würde es aber heute lieber auch in der Versammlung öffentlich machen, dass alle was davon haben. Ich habe noch ein Foto hinten jetzt rangehängt, das habe ich jetzt von einem anderen Freund bekommen. Guckt euch das nochmal an, das ist irgendwie in Australien, glaube ich, oder so. Ich kann euch auch noch den Link geben, wo das zu finden ist im Internet. Da sind noch ein paar andere Bilder, aber das fand ich, das war das Schärfste. Guckt euch mal an, wie das alles aussieht, das ganze Umfeld. Also mit Christen, finde ich, hat das nicht viel zu tun, aber guckt euch das selbst in Ruhe an, macht euch eure Gedanken. Bis die Tage, macht's gut, tschüss. Und als ich das vom Freund bekommen habe, habe ich gedacht, ja, das hat das was mit christlicher Taufe zu tun? Sind das die neuen Taufbecken für die Zeugen Jehovas auch in Deutschland? Und ja, also bei anderen, sage ich mal, selbst bei Scientology, da sehe ich noch irgendwie ein Kreuz oder so, ob die was mit Jesus zu tun haben, also ob oder überhaupt irgendwie noch, keine Ahnung. Aber was ist jetzt hier? Also die hauen jetzt auf den Putz, dass sie die Wahrheit haben, aber ja, da steht ja auch nicht dran. Also gar nichts, irgendwie komische Abkürzungen. Ich denke mal, Leute, die damit auch gar nichts zu tun haben, wissen auch gar nicht, was das ist, was da überhaupt für eine Firma hinter steckt. Ja, also das ist schon, ja, wie gesagt, macht euch da mal eure Gedanken. Ich finde das ein bisschen komisch mit diesen Blauwesten. In Frankreich gibt es Gelbwesten, hier sind blaue. Keine Ahnung. Schon irgendwie erstaunlich, was die sich einfallen lassen. Und dass manche da immer noch nicht irgendwie nachdenken und sagen, was ist das was ist das für ein komischer Laden, ne? Und jetzt müssen sie sich da alle reinsetzen in diese kleinen Kisten, also diese Badewannentaufe sozusagen, wie sie es früher mal unter Verbotszeit oder im Krieg gemacht haben. Und dann, ja. So läuft das jetzt also ab, also zumindest da in Australien oder wo das herkommt, dieses Bild. Ich kann euch das ja da nochmal reinpacken, den Link. Und ja, forscht selber nach, guckt nach, vielleicht kennt ihr das auch oder wart vielleicht schon auf solchem Kongress. Ich finde das jedenfalls, die Typen werden immer abartiger. Und ich finde das schön für alle Aufgewachten, die die Wahrheit wirklich lieben, weil die einfach immer mehr erkennen können, das hat nichts mit Jesus und mit unserem himmlischen Vater mehr zu tun. Das ist, sieht immer merkwürdiger aus. Und die Änderungen der Lehren sind noch schlimmer. Ja, für uns eigentlich eine gute Zeit, anderen zu helfen, da rauszukommen. Also, macht's gut, bis dann, bis die Tage. Tschüss.